Meine Damen und Herren, diese unglaubliche Bläsersektion mit Randy Brecker, Teal Brunner, Bill Evans, John Halliwell vom Supertramp. Und uns beide verbindet viel mehr als Musik. Dass er ein genialer Komponist ist und das unglaublich viele Melodien uns allen geschenkt hat. Dass er eine deutsche Ikone der Jazzrock ist. Von vielen, vielen Jahren in unterschiedlichsten Feldern immer Geniales geleistet. Meine Damen und Herren, als ich nach Deutschland kam und kein Wort Deutsch sprach und wir aus dem Lager kamen, hatte ich eine Telefonnummer, die ich in einem Jazzfestival in Bled in Slowenien von ihm bekommen habe. Das war seine Telefonnummer. Damals gab es solche Terminologien wie Willkommenskultur oder Integrationsbeauftragter nicht. Sondern gab es ein paar junge Bursches, die Bach und Beethovens und Schillers und Goethes das Land für sich entdecken wollten. Und gab es einen genialen menschlichen Zug von einem Freund von mir, der dann sich in ein Auto gesetzt hat und 2,5 Stunden später in dieser Kneipe war, wo wir auf ihn gewartet haben. Und auf 4 DIN A4-Blätter hat er alles aufgeschrieben, was damals in München die Szene angetrieben hat. Und wir durch ihn durften an das Studio Tür und klopfen und wurden wir auch reingelassen. Meine Damen und Herren, eine menschliche Haltung, ein musikalischer Genie aus München, Klaus Doldinger! Dankeschön! Lieber Leslie, ich danke dir herzlich, dass du uns alle zusammengebracht hast für diesen wunderbaren Abend. Und ich denke öfters an das Jahr 1975, als wir uns das erste Mal trafen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass es dereinst zu so einem tollen Treffen kommen könnte. Herzlichen Dank für all dieses, die Freude, die du uns beschert hast. Dankeschön.